Ein Notruf führte die Crew der Battledore auf den Planeten Reapor One, wo auf einem Außenposten der Sternenföderation ein Forschungsprojekt durchgeführt wurde. Da bin ich ja mit dem Forscher, den Turner, von unserer Ankunft informiert. Er lädt sie ein, ihn in seinem Büro zu besuchen. Alles klar, Sergeant. Agent, ich brauche Sie an meiner Seite. Dan Turner ist als alte Motzgurke bekannt. Ja, Captain, ich komme mit. Könnte ich euch auch an die Oberfläche begleiten? Reapor One ist bekannt für seine außergewöhnlichen Gesteinsstrukturen. Das würde ich gern mal untersuchen. Ja, sicher, Barty. Ich stehe der Wissenschaft nicht im Wege. Danke, Cole. Dark, Joel, ihr kommt zur Sicherung der Umgebung mit. Machen wir bei Dan Turner ein bisschen Eindruck. Ja, Captain. Warum Turner wohl einen Notruf abgesetzt hat? Keine Ahnung, vielleicht sind ihm die Cornflakes ausgegangen. Oder er hat ein Loch in den Socken. Captain, das ist ein wenig konstruktiver Ansatz. Auf so einem Außenposten ist das Leben hart und einsam. Haben Sie etwas Nachsicht mit Turner? Ja, schon gut. Ich bin brav, solange er mich nicht ärgert. Captain, meine Messgeräte zeigen Störungen der Planetenatmosphäre. Das ist alles sehr merkwürdig. Okay, Bart, das behalte ich im Hinterkopf. Vielleicht ist an Turners Notruf doch was dran. Cody, können Elliot 42 und ich auch mitkommen? Wir brauchen dringend frische Luft. Punkt 4,1 bis 8,1 gesichert, Captain. Bis 12,1 gesichert. Na denn, alter Kumpel, wo ist denn dein Kollege Ian? Captain, darum habe ich einen Notruf abgesetzt. Ian Lake ist von einer Tour nicht zurückgekehrt. Das ist jetzt 2 Tage her. Hast du nach ihm gesucht? Hier in der Ebene, ja. Und in den Bergen? Captain, es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen. Aber ich bin Forscher. Weder Bergsteiger noch Rettungshelfer. Schon gut, Mr. Turner. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf. Außer vielleicht der Vermisste. Captain! Ja, schon gut. Edgar, hau rein, die Blätter sind besonders saftig. Ich habe noch nie ein Tier mit größerem Appetit gesehen. Hey Kumpel, weißt du, warum das Sternenkommando Dan Turner auf diesen Außenposten versetzt hat? Ganz einfach, die Sternenflotte hatte keinen Bock mehr auf sein Genörgel. Kommen Sie, Mr. Turner, erzählen Sie mir mal alles ganz genau. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ian hat vor 2 Tagen eine Anomalie in der Planetenatmosphäre entdeckt. Der Schlaumeier wollte sie auf einer Tour untersuchen. Das ist alles. Er sucht Ablenkung. Das Leben hier ist schrecklich eintönig. Meinen Sie, wie es mir geht? Haben Sie die Störung der Planetenatmosphäre orten können? Ian meinte, sie habe ihren Ursprung in den Bergen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er nur Ablenkung suchte. Okay, Agent, Dark, Joel, wir gucken uns das mal an. Ab die Post. Sergeant, informieren Sie das Sternenkommando über die atmosphärischen Anomalien auf dem Planeten. Wir gehen jetzt rein.
Das ist mal eine fantastisch im Berg versteckte Geheimstation. Die Komiker scheinen nichts Gutes im Schilde zu führen. Kennen Sie jemanden? Da hinten am Wagen, das sind die Zwillinge Jones, Natascha und Neil. Natascha war mit mir auf der Sternenakademie. Sie sieht nett aus. Mag sein, sie ist aber eine echte Giftflunder. Wow, Agents, Sie haben auch einen Erzfeind. Sollen wir die Giftflunder mit Kite Logan verkuppeln? Da täte mir Captain Logan leid. Hehehehe. Wir sollten gleich noch mal in den Steilbruch fahren. Die Maschine kontrollieren. Ja, Schwesterherz. Da vorne ist Darren King, ein kriminelles Superhirn. Das Sternenkommando versucht seit Jahren, seiner habhaft zu werden. Wir haben das Magnetfeld erfolgreich gestört. Nicht mehr lange und wir kontrollieren den Planeten. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Transmitter. Er hat ständig Aussetzer. Ohne das Gerät werden wir das Magnetfeld nicht auf Dauer stören können. Wer ist der Typ mit dem offenen Kopf? Gesund sieht das nicht aus. Ich werde nicht mehr. Das ist ein Roboter. Doktor, kommen Sie mal runter. Können wir diesem Mann trauen, Chef? Abwarten, Bay, nur die Ruhe. Wer ist der Oberforstrat mit Bart? Dr. Lewin Burkle, genialer Physiker. Seit Monaten vermisst. Und hier taucht er auf. Doktor, der Transmitter arbeitet nicht zufriedenstellend. Finden Sie den Fehler aber schnell. Ja, Chef, wird gemacht. Baigo und ich gehen zum Steinbruch. Wenn ich wieder zurück bin, erwarte ich Ergebnisse. Ja, verstanden. Ja, mal sehen, was du hast. Da hinten in der Zelle sitzt Lake. Seine Befreiung hat oberste Priorität. Dark, du übernimmst das. Geh von Norden rein, so lautlos wie möglich. Okay, Captain. Wir anderen lenken den Dottore und seinen Kumpel ab. Was macht denn Edgar hier? Er muss uns gefolgt sein. Hallo, Evelyn. Na, du bist ja ganz liebe. Ja, das ist ein Transmitter. Der dumme Onkel King kann einfach nicht mit ihm umgehen. Bist du wahnsinnig? Du kannst ja nicht den Transmitter fressen. Spuck ihn wieder aus. Kennen Sie die drei oben? Nein, der Mann im Anzug sieht aus wie Lyndon Tux, ein Millionär. Aber was sollte er hier machen? Hey, was ist los? Der Bulle hat den Transmitter gefressen. Das ist nicht dein Ernst. Nein, wenn ich es doch sage. Wenn King das erfährt, dreht er durch. Oh nein, was machen wir nur? Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, Doktor. Oh, danke, das ist sehr beruhigend. Wir können den Bulle noch abknallen und den Transmitter herausholen. Niemals, ich bin Tierfreund. Na, die Schweinerei möchte ich sehen. Miles, du gehst mir langsam auf die Wecker. Unglaublich, ihr seid Trottel Deluxe.
Gute Arbeit, Stark. So Leute, wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier weg. Die Idioten werden irgendwann mal merken, dass der Vogel ausgeflogen ist. Ian, wenn du in der Basis angekommen bist, schnappst du dir Dan, eure Forschungsergebnisse und dann ab auf die Battledore. Hier seid ihr nicht mehr sicher. Während ihr vorgeht, hole ich Edgar. Aber Captain... Spike hat Edgar mittlerweile wie einen Hund trainiert. Mal schauen, ob er auch bei mir aufs Wort hört. Oh nein, Edgar Cowley, ihr habt die zurückgelassen. Ich bin erledigt, einfach erledigt. Was machen wir denn jetzt? Der Bulle, er rennt weg. Jetzt haut er auch noch ab. Ich wusste doch, dass es irgendwann einmal nützlich ist, wenn ich Edgar zum Hund trainiere. Ich frage mich, was die alle im Schilde führen. Keinen Schimmer. Mal sehen, was die Sternenflotte zu dem Transmitter sagt, wenn er erst durch Edgars Verdauungssystem gewandert ist. Ekliger Gedanke, ne?